Gigi. Gut, dann fangen wir an mit dem Briefing. Ist scharf. Hallo. Scharf? Ich weiß nicht, ich muss sie einstellen, weil es als klein war. Geht, oder? Ja, geht schon. Hallo, Chat. Willkommen zu einem neuen Briefing am Montag. Und wie geht's? Ich bin heute echt, also ich habe heute einen dritten Account angefangen, weil ich so matschig war. Was kostet AOE? 60 Nix. Euro. Du hast aber nicht dreimal 60 Euro bezahlt. Doch. Zweimal privat. Hä? Das ist mein neues Spiel. Das supporte ich gerne. Relic supporten. Mhm. Ja, das ist gut. Ja. Ich würde dafür auch noch mehr ausgeben. Klar. Hä? Es ist mein Leben gerade, Age of Empires 4. Mhm. Das ist der Content, den ich mache. Mhm. Ich spiele das gerne. Na klar. Ich werde das noch viele tausend Stunden spielen. Da kann man sich das schon mal... Weißt du, wie oft ich StarCraft habe? StarCraft 2? Locker fünfmal. Fünfmal. Alter, krass, siehst du? Aber okay, sehe ich auch. Ja. Aber StarCraft war ja auch dann günstiger irgendwann, ne? Ich habe es für einen Vollpreis, glaube ich, am Anfang fünfmal gekauft. Damit du dich boosten lässt, oder was? Ich hatte fünf Accounts halt. Hat man ja so, ne? Ja. Logisch. Gut, ja. Ich habe jedes Spiel nur einmal. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Weißt du, wo ich dreimal gekauft habe? War Halo. Nein. Dasselbe Spiel, dreimal. StarCraft. Nein. Verrätst du nicht. Dark Souls. Nein. Und zwar GTA 5. Und zwar einmal für die... Hast du mir mal erzählt. Ja, und das ist saudumm. Einmal für die alte Konsolengeneration, einmal für die neue, also neue, und einmal für den PC. Und ich habe es nicht mal halb so viel gespielt wie alle anderen Spiele, die ich sonst spiele. Hast du gesehen, es gibt eine neue, gibt es auch GTA 3, neue Version? Ja, das ist aber Bullshit. Das soll Quatsch sein, diese Trilogie. Hä, die ist richtig gut. Nein, soll scheiße sein. Wirklich? Soll richtig scheiße sein, ja. Weiß nicht, ob ich dir da vertrauen kann. Bist du Experte? Bin Experte, ja. Und wie geht's dir heute überhaupt so? Ey, ich habe geschlafen 4 Stunden. Why? Wegen fucking Sherlock Holmes. Weil ich höre Sherlock Holmes immer, ne? Mhm. Und mir hat jetzt einer von den Zuschauern hat mir so eine Open Spotify Playlist gemacht. Mit 9 Sherlock Holmes Abenteuern hat er mir geschickt. Hat er gemeint, hier, hör mal rein. Mhm. Dann mache ich die an und die sind halt fucking gruselig. Da kann ich nicht schlafen. Da sind immer mit Geistern und Hexen und so ein Scheiß. Meinst du das jetzt ernst? Ja. Das ist gruselig oder musst du lange darüber nachdenken? Nein, es ist gruselig. Es ist richtig unheimlich. Die eine Folge, da war einer ein Gehängter, der kam zurück und hat dann einen die ganze Zeit verfolgt. Und er wusste nicht warum. Und ich bin die ganze Zeit, Mann, ey. Das ist richtig schlimm. Ja, dann darfst du das nicht so lange vorm Einschlafen hören. Nicht Chronicles. Ich mache jetzt so extra früher den PC aus und alles und lege mich mit Hörspiel ins Bett, damit ich richtig geil entspannen kann. Und dann zieht mich Sherlock Holmes in diese Schattenwelt. Manuel. Jetzt deswegen? Ja. Wirklich? 4 Stunden nur. Ja, weil ich habe auch ein Problem. Ich weiß das Spotify nicht, wie man sagt, dass er nach einer Stunde ausgehen soll. Geht das? Auch nicht. Habe ich noch nie gemacht. Ja, ich mache es immer an und dann wache ich irgendwie nach 3 Stunden auf und merkt, dass er anderes Hörspiel, andere, keine Ahnung. Dann höre ich es immer und denke so, wo bin ich? Ich lese immer vorm Einschlafen. Ja, das ich lese gerade Herr der Ringe. Das wirklich. Habe ich ja schon erzählt. Ich habe mir Herr der Ringe gekauft, zum ersten Mal. Schlaftimer machen? Ja, geil. Hast du schon, wie weit bist du? Ich bin auf Seite 200. Von 800? Weiß ich nicht genau. Also bestimmt mehr. Ich glaube, über 1000. Über 1000 Sind ja alle Bände, ne? Alle Bände in einem. So, wie dick ist das so? Es ist, also ja, so dick ungefähr. Krass. Und es fängt gerade irgendwie erst an, aber es ist die ganze Zeit so Sachen passiert, die man im Film schon nicht sieht. Ist voll krass. Das ist, also, ist wie eine neue Geschichte. Und im Prinzip, das basiert auch alles auf diesen wie heißt denn das, Chat? Chat, jetzt kommt doch mal! Da steht Simarillion. Was ist denn das? Simarillion. Das ist im Prinzip das Lebenswerk von Tolkien, der das über sein gesamtes, also nicht sein gesamtes, sondern der war so Professor. Und der hat dann irgendwann angefangen, dieses Simarillion. Simsalabim zu schreiben. Und das hat er so, das ist so ein riesiges Manuskript, was so über 1000 Seiten und alles verteilt ist. Und dann, als er gestorben ist, haben seine Söhne
glaube ich. Wirklich? Haben das gefunden und haben das erst alles zusammengefasst und erst zu einem Buch kondensiert. Ach, der hat das gar nicht veröffentlicht, oder was? Das ist so eine ganze Welt. Ich habe keine Ahnung davon. Müsst ihr mal... Töchter! Stimmt das? Ja, so in der Richtung. So ganz grob. Stimmt das, Chat? Der hat das nicht gelesen, damit das veröffentlicht wird, geschrieben? Ich habe keine Ahnung, ob er es veröffentlichen wollte. Jedenfalls hat er es nicht gemacht. Sohn, Einzahl, Christopher war ein Tier von Editor. Ja, so halb richtig, ja. Er lügt, Chat sagt, ich lüge. Also einige sagen, es ist Quatsch, andere sagen so halb richtig. Ja, dann lass doch googeln, nimm doch Google dafür. Okay. Was ist das ich weiß nicht, wie man das Wort ausspricht. Simalirion? Was ist das Simalirion? Nee, ist auch falsch. Hä? Simarillion. Ah. Silmar. Was ist das Simarillion? Dia. Maria León Barrios, 30. Da. Juli 1984 in Sevilla, ist eine spanische Schauspielerin. Ja, das ist seine Tochter und die hat es zusammengeschrieben. Okay, gucken wir mal, was letzte Woche passiert ist. Ja. Blitz, oder? Mit Blitz? Mit Blitz? Nee, weiß nicht. Ich muss ja mit Blitz. Ist das nicht von letzter Woche? Das von letzter Woche? Warte, das ist ja, das ist von letzter Woche. Haben wir schon gesehen. Jedenfalls habe ich eine Doku gesehen darüber, weil ich wissen wollte. Neues. Ich wollte wissen. Oh, gibt's nicht. Dann lass noch weiter über Simarillion sprechen. Nee, warte, lass erstmal gucken, ob. Also gibt es kein Neues diese Woche, oder? Simarillion. Ist mein Sync aus? Ist auf der Cloud. Ist mein Sync irgendwie aus? Pupp. Das Sync ist aus. Das ist schlecht. Warte mal, ich muss mal kurz manuell neu runterladen. Ah, guck mal, ich habe Scheiß erzählt. Ja, erzähl mal richtig. Das Simarillion ist eine Sammlung unvollendeter Werke von Tolkien. Also das stimmt schon. Ja. Aber die auf seinen Wunsch posthum, also nachdem er gestorben ist, von seinem Sohn Christopher, was aber auch richtig, ja, in überarbeiteter und vervollständigter Form 1977 veröffentlicht wurden. Das heißt, das sind nicht die Bücher selbst, sondern aus diesem ganzen Universum, der hat voll viel nicht veröffentlicht und das lag einfach so rum. Aber Herr der Ringe und der Hobbit hat er geschrieben einfach. Glaub schon. Und das ist wahrscheinlich das alles drumherum, was er nie veröffentlicht hat. Ja, ich glaube, so, der hat sich ja so eine riesige Welt ausgedacht. Und da gibt es so einfach so zigtausende Sachen, die er sich ausgedacht hat, die einfach nicht in dem Buch erwähnt werden, wo so Hintergrundgeschichten zu Kriegen, Personen und so weiter. Aha. Das ist die Lore. Also die Lore. Ja, es gibt so richtige Lore-Channels über Herr der Ringe. Ja. Da habe ich mir auch ein bisschen was angeguckt. Wo die so die Zeit vor der Herr der Ringe zusammenfassen und die verschiedenen Zeitalter und warum die Zeitalter überhaupt unterteilt sind und wer Sauron ist und so weiter. Habe ich mir alles schon reingezogen. Pupp. Okay, da wird die gesamte Welt und die Vorgeschichte erklärt im Simmer. Warum ist das Wort für mich so schwer? Silmarillion. 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 Okay. Harry Potter ist besser als Herr der Ringe. Weißt du, was mir aufgefallen ist bei Harry Potter? Ja. Eddie hat ja voll den Harry Potter Rage gehabt. Er meinte, dass Harry Potter, also Harry Potter selbst, voll der Lauch ist. Und der ist irgendwie kein Held. Der ist irgendwie so ein. Ja, hat er auch ein bisschen recht. Ja, stimmt auch. Und wie ist dann auf? Ich habe dann darüber nachgedacht, weil ich dachte so, irgendwie stimmt es ja auch, weil der ist irgendwie nie krass und irgendwie nie. Der ist immer weinerlich. Ja, ja, ja. Hat eigentlich nur Lack. Und ist immer, genau, immer Glück und immer irgendwie passiert es gerade so. Und eigentlich ist geil in Harry Potter, ist eigentlich die Welt, weißt du? Mit Hogwarts und den ganzen Zauberern und wie das ist mit dem Hogwarts Express und wie die da hinkommen und die ganzen Regeln und diese. Und die Lehrer. Winkelgasse Lehrer und die Lehrer. Und die Schule gegründet haben. Das ist das Geile an Harry Potter, die ganze Welt. Ja. Und Herr der Ringe hat eine fucking geile Welt plus. Geile Leute, die da drin sind. Stimmt. Und die Hobbits sind mega geil. Genau. Und das Geile. Was? Die Hobbits. Die mag ich am wenigsten von allen. Hä? Die sind doch voll geil. Nee. Frodo? Ist doch voll nice. Ja, aber was ich so geil finde bei. Ja, Frodo. Magst Frodo nicht? Nee. Der ist doch ein guter Hauptcharakter. Ich finde, Frodo ist der Harry Potter des. Wusstest du das? Herr der Ringe-Universums. Wie alt ist Frodo, als die losreisen? Der ist 65. Das ist fast richtig so, aber. Echt? Ja, der ist, glaube ich, knapp über 50. Echt? Wo wir losgehen, ja. Krass. Ich weiß nur, dass Dings. Nee, warte mal.
Was? Nee, ich weiß nicht. Wer Frodo mag, mag auch Wesley Crusher und Aquaman. So, nee, also was bist du denn, ey? Das hat, Frodo ist ja wohl voll okay. Und nee, Frodo also, in dem Buch ist übrigens noch besser als in dem Film. Also, ja, dann ist Aquaman, Alter, letzte Drecks. Nee, weißt du, mein Problem bei Frodo ist, ist, dass er eigentlich nichts trägt außer diese Bürde und dann die ganze Zeit ist er halt die ganze Zeit am Weinen, weil das so krass ist. Er weint doch gar nicht, er zieht das durch, obwohl er gar nichts dafür kann, dass er also, das machen muss. In den Büchern kann, weiß ich es nicht, aber in dem Film heult er eigentlich schon viel. Wo denn? Naja, der heult im Prinzip die ganze Zeit. Das stimmt doch gar nicht. Der zieht voll das Ding durch, obwohl er gar nichts dafür kann, dass er jetzt diesen Ring hat. Haben wir dieselben Filme gesehen? Ja. Der ist dann die ganze Zeit so weinerlich und sagt, nein, zwar. Und dann ist er entweder weinerlich oder er ist. Am Ende ist er weinerlich, aber nur weil der Ring schon Zugriff hat auf ihn. Ja, okay, verstehe ich. Aber das Geile ist halt, dass die ganzen anderen gibt. Aber guck mal, Harry Potter, ja? Ja, genau. Kannst du dich vergleichen mit Frodo? Harry Potter ist die laurigste Lauchheit. Luschen, irgend. Also. Ich finde, die schon, sind schon auf einer Ebene. Ja, aber naja. Frodo ist der Hauptcharakter, ne? Das weißt du schon. Ja, aber. Musst du halt schon. Aber das Geile ist bei Herr der Ringe, ja, dass die Nebencharaktere so detailliert gezeichnet sind, teilweise, dass die ja, halt. Ja, aber so bei Harry Potter doch auch. Ja, aber auch irgendwie, ja, aber irgendwie, aber auch nicht ganz. Wer ist denn guck mal, also Dumbledore im Vergleich zu Gandalf? Ja doch, die kann man schon auf eine Ebene, das stimmt. Ja. Die beiden sind auf einer Ebene, safe. Snape im Vergleich zu Aragorn oder so. Snape ist noch, also wie krass ist denn die Story von Snape? Ja, aber Snape ist ja auch so ein richtiger, der ist ja so richtig involviert. Also wenn man, ohne zu spoilern, ne? Aber der ist ja später, ist ja so ein. Ja, aber der ist halt ein Nebencharakter ja, eher. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also der ist schon, der ist vergleichsweise mit Aragorn oder Gimli oder Legolas oder so. Aber Snape hat eine deepere Charakterentwicklung als oder Harry Potter. Oder Voldemort im Vergleich zu Sauron oder ja. Gollum ist halt, ne, Gollum im Vergleich auch. Also Harry Potter hat schon, also hast du die Bücher gelesen? Nein, ich habe nie Bücher gelesen, nur immer Filme geguckt. Aber auch die Filme, da sind die schon krass beschrieben. Mm. Und in Büchern ist es noch viel krasser. Ja. Also die Charaktere sind ziemlich gut bei beiden, finde ich. Ja, man muss auch dazu sagen, dass Harry Potter ist ja schon mehr an Kinder gerichtet. Ja, und weißt du, warum Harry Potter so ein Lauch ist? Hm. Damit man sich mehr mit dem identifizieren kann. Das habe ich Eddie ja geschrieben. Ja. Weil wir sind auch alle Lauchs. Ja, aber guck mal, das normalerweise bei so Geschichten ist es immer so, die starten als Lauchs und dann im Laufe der Story werden die dann krass. Und ja, aber Harry Potter wird ja auch einigermaßen krass. Ja, aber der wird nicht mal so halb krass irgendwie. Guck mal, am Ende, der kann schon krass zaubern dann so irgendwann. Ja, aber guck mal, im Vergleich zu allen anderen irgendwie nicht. Zu wem? Ja, zu Hermine, die einfach, guck mal, im ersten Teil, nimm mal den ersten Film für sich, ne? Nur in den ersten Film. Ja, ich weiß nicht mehr genau, also es ist Steiner Weisen, oder? Da zaubert Harry Potter gar nicht. Ja, aber da sind die alle Lauchs noch. Ja, aber Hermine kann schon die ganzen Dings. So, die Hermine ist so eine Streberin, die lernt das einfach. Ja. Und aber Harry Potter ist am Anfang vom Film genauso wie am Ende. Ja. Er kann nichts. So, und es ist nicht so, dass man denkt so, geil, jetzt hat er es mit dem Ding raus und jetzt kann er zaubern. So, der kann halt gut auf dem Besen reiten, das kann er gut. Ja, Quidditch kann er das gut spielen. Das stimmt, Quidditch ist sein Naturtalent. Und aber der hat voll die krassen. Aber hat er von seinem Vater geerbt, nicht selber. Ja, heftigen Patronus hat er. Ja, stimmt. Der ist echt heftig. Der ist krass, das stimmt. Mann, ey. Ja, man muss, ich glaube, wenn man einfach sich eingesteht, dass Harry Potter einfach nicht für Erwachsene ist. Hey, klar ist Harry Potter für Erwachsene. Aber ursprünglich nicht für Erwachsene geschrieben worden, glaube ich. Aber ich als Erwachsener kann damit viel anfangen. Das finde ich, also es geht beides klar, finde ich. Ja, weiß nicht. So, schauen wir mal, letzte Woche passiert ist. Würde einer von euch Onlyfans machen? Machen wir schon. Ich könnte mir vorstellen, Onlyfans zu machen nach Bonjour. Ich mache schon Onlyfans. Mit was? Mit meinem Penis. Und Simon war richtig pisst auf mich und hat mich dann die ganze Zeit so geschubst und gesagt so,
Mann, du hast mit Leon gespielt. Ich hab's gesehen, du hast mit Leon gespielt. Er hat mich die ganze Zeit so geschubst und so provoziert. Du hast mit Leon trainiert, ich hab's genau gesehen. Du wirst mich nicht fertig machen. Er hat mich die ganze Zeit so aggressiv angemacht. Als dann das Match dann losging, saß ich dann vor dem Rechner, aber ich hatte den Controller in der Hand. Und von der Seite kam Simons Hund. Und er hat dann erst direkt vor mich gekackert und dann hat er mir die ganze Zeit ins Bein gebissen, während ich spielen musste. Und dann habe ich halt so, während ich so aimen wollte, hat er die ganze Zeit in mein Bein gebissen, so voll fest und ich die ganze Zeit so, nein, kann ich, so kann ich nicht gewinnen, so kann ich nicht gewinnen. Und dann bin ich so mega schweißgebadet aufgewacht, so voll ultra gestresst und dachte so, fuck, Mann. Und dann dachte ich irgendwie in so meinem halben, in meinem Halbschlaf, oh nein, morgen beim Match, was mache ich denn mit dem Hund? Okay, das ist der Moment, wo eigentlich die anderen Leute das Spiel deinstallieren. Der Mäntel, ne? Mit dieser verdammten Sympathie. Ich hasse es, wie sehr ich ihn liebe. Habe ich erwartet. Ja, hallo, hier ist Matteo. Hallo, hörst du mich? Ja. Also pass auf, du musst jetzt genau zuhören. Ich wünsche mir zu Weihnachten so einen kleinen Ledersessel in Schwarz. Aber nicht echt Leder, sondern so Kunstleder. Okay? Tschüss. Erledigt. Als ich Valorant gespielt habe, habe ich halt eigentlich gedacht, dass Matteo nicht Freunde sind. Also Real Talk. Mag Matteo doch. Wir sind mittlerweile Freunde. Seit wann sind wir Freunde? Entschuldigung, dass ich gedacht habe, dass wir Freunde sind. Ich nehme diese Entschuldigung an. Macht nichts, Schuh. Das denken viele Leute. Nur weil ich mit denen Computerspiele spiele, denken die, dass ich mit denen befreundet bin. Soniert? Ja. Gut. Ich habe da 3 Medaillen gemacht. Bester Spieler. Und 2. Herzlichen Glückwunsch. Danke, das ist meine Ehre. Ich werde diesen Preis sehr gut repräsentieren. Niklas steht auch auf solchen Situationen immer wieder auf. Er ist wie eine Kakerlake, nur hübscher. Nice gemacht, okay. Leon. Sehr gut gemacht, Leon. Alter, was? Huch, Spiel ist abgestürzt. Shit. Oh Gott. Fuck. Ey, das war so ein Scam. Der war getrappt. Das war, hä? Er konnte das ja gar nicht gewinnen. Was? Er konnte das nicht gewinnen. Ist das der? Er hätte wissen müssen, dass er direkt ganz runter muss. Hallo? Hey, Lena. Hi. Ich wollte dir nur mal kurz sagen, ich esse richtig gerne TK-Pizza und ich wollte das einmal mit dir teilen. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Ja, dir auch. Ciao. Also Sprachnachrichten kann ich auch einfach gut, oder? So, ja, schöner Zusammenschnitt. Danke, Andi. Wunderschön. Ja, war eine wilde Woche. Toll, 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 toll. Die sind geil, die Medaillen. Ja, ich trage die auch voll gerne. Ich muss sagen, ich bin wirklich nur der zweitbeste Spieler. Also ich conteste das gerade auch nicht. Ich habe gegen Leon in den letzten Tagen 8 Trainingsmatches gemacht. Weißt du, wie viel ich gewonnen habe? 3. Keins. Was Kein ist denn bei dem los? Der ist einfach so sick gerade. Ich habe gegen Leon Halo gespielt, um zu trainieren. Ja. Und dachte, ja, kann ich ein bisschen besser werden. Ja. Leon hat mich einfach auf allen Maps immer besiegt. Ich habe keine gewonnen. In Halo. Der spielt das gar nicht. Ich dachte so, okay. Ist einfach, also Leon, also wenn der das ernst meint, ernst nimmt für ein paar Monate, der könnte halt Rang 1 sein in AOE4, sag ich dir. Ich schaff das nicht. Ich bin, bei mir ist der Zug abgefahren. Ich schaff vielleicht Top 20. Guck mal, der gibt seine Programmer-Karriere auch für Bonjour. Leon könnte krasser Programmer werden jetzt gerade. Ja. Ich sag's dir.
Ja, lass mal die ganze Woche anglotzen. Yep. So. Du hast gewonnen gegen Simon, ne? Also. Ja, ja. Okay, ja. Also, das brauchst du keine Sorgen machen. Also, ich hab mir auch, sonst wärst du ja gar nicht hier. Genau. Gesagt, richtig. Quasi kann ich wiederkommen. So, da habe ich noch nachts Sonntag trainiert. Das ist noch nicht die Woche eigentlich. Da habe ich noch ein bisschen mich warm gespielt, um ein bisschen reinzukommen. Und dann war Montag mit dir. Ja. Ach, ich gucke ein Replay. Achso. Viper gegen B. Ja. Ja, auch, guck mal, selbst an dem Montag, diesen Montag wieder, war ich nicht in der Lage, selbst competitive zu spielen. Weil das Krasse ist, wir sind jetzt so hoch gerankt. Jedes Game ist Stress. Jedes Game, du musst halt wirklich 100% da sein, sonst fühlst du dich nur schlecht und frustriert. Wie StarCraft. Richtig. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchziehen kann, muss ich sagen. Das macht halt Bock, weil man hat so Tage, da ist man wirklich so im Mode, ne? Und dann läuft alles zusammen, dein ganzes Training. Und dann bist du so richtig im God-Mode. Und alles, du bist klar. Und dann ist wirklich eins der besten Erlebnisse, die man haben kann im Leben. Mit so einem Game, mit einem E-Sport-Game. Aber wenn du dann einen schlechten Tagesform hast und dann versuchst zu spielen, das ist einfach nur frustrierend. Deswegen spiele ich nie mein volles Potenzial aus, sondern suche mir immer schwache Gegner, um mein Ego aufzubauen. Das macht Spaß. Kann ich empfehlen. Ja, dann, was Briefing war das? Letzte Woche. War Counter-Strike? Ja, die Woche davor war doch Counter-Strike. Haben wir ein Briefing. Ah ja, genau. Dann haben wir das Ende der Kochprüfung gesehen, wie man Koch wird. Und Koch da oder irgendwie? Achso, das war nicht 5-Sterne-Koch oder irgendwas? Nee, war schon aber schon Gourmet-Küche, also schon gehobeneres Klientel, keine Ahnung. Mhm. Und also da sind Sachen passiert, wo ich mir gedacht habe, so, hä? Wie können die denn so ihre Prüfung bestehen? Also die haben teilweise so Soßen einfach so mit dem nackten Finger rein und so abgeleckt. Ich dachte so, okay, gibt keine Hygienestandards einfach in so einer Prüfung. Und dann hat einer, wollte eine Soße passieren. Also passieren ist sieben durch so ein Tuch. Ich weiß, was passieren ist, mach ja. Ich selbst manchmal. Ja, genau. Aber er hat dazu nicht das Passiertuch genommen, sondern einfach so. Es fällt mir sowas runter und dann ist es passiert. Ach so, ja, kenne ich. Oder wenn man eine Dose Tomaten aufmacht, das ist ja manchmal auch passiert. Ne? Ja. Auf jeden Fall hat er einfach eine Küchenschürze genommen, hat die Tücher verwechselt. Das ist ja im Prinzip, also geht gar nicht. Naja. Ja, war aber cool, war lustig. Sie hat es verdient, sie hat es voll drauf gehabt. Sie war richtig krass gut. Ja, dann kam Battlefield mit der Montagslobby. Da haben wir Hazard Mode gespielt, hat richtig Bock gemacht. Also Battlefield werden wir morgen auch wieder spielen, das macht irgendwie Bock. Und dann ging es weiter mit Halo, da habe ich mit Leon trainiert. Das waren die drei Maps, die wir gespielt haben, wo mich Leon... Er hat mich einfach fertig gemacht. Also es war schon manchmal knapp, aber er hat halt keine Map verloren, was halt schon deprimierend ist. Was? Für jemanden, der halt noch nie Halo gespielt hat. Oder nicht richtig. Dann gab es Age of Empires. War da der Patch-Tag vielleicht? Ja, hier war Patch. Nachts kam dann der Patch noch. Ja, ja. Endlich mal ein Patch. Diese Woche kommt noch ein kleiner Patch. Morgen, Chat, morgen. Nicht heute? Ist doch Montagslobby. Ja, aber ändert sich einiges. Wir kommen ja gleich zum Plan. Maurice am Dienstag hat Tomb Raider weitergespielt und dann gab es einen Talk mit Stay über Politik. Ja. Da ging es in den Koalitionsvertrag, da ging es um die Zukunft von Europa. Ja, was ist so das Fazit? Koalitionsvertrag sehr gut, aber Rest alles im Arsch. Kannst in die Tonne treten. Alles in die Tonne treten. Ah, kannst du Deutschland und den Rest von Europa kannst in die Tonne vorbei. Treten. Okay. Ja. Hey, hier hast du dann nochmal. Genau, war zweigeteilt. Wir haben dann nochmal das Ende gesehen. Und dann ging es schon los. Warum heißt Bar so Bert? Mit Among Us. Sie kam in die Lobby und wurde vom Spiel einfach Bert genannt. Da fanden wir das alle so gut, dass sie dann Bert hieß. Ja. Kannst du durchlaufen lassen. Übliche Among Us-Schnetzerei. Mit den üblichen Verdächtigen auch. Yes. Ich habe gesehen, Baso war im Wald. Und hat sich jagen lassen. Ist umgeknickt. Echt? Ja. Gute Besserung, Baso. Hat sich echt verletzt, gute Besserung. Ich glaube schon. Ich habe das umgeknickt. Gar nicht mitbekommen. Aber das passiert, wenn Leute... Gamer nach draußen genau, gehen. Genau das wollte ich eigentlich nämlich sagen. Ja. Wenn Gamer nach draußen gehen... Das sollte man nicht machen. Sind halt einfach nicht lebensfähig. Ja.
Deswegen sollten wir einfach alle drin bleiben. Deswegen wäre Seven vs. Wild mit nur Streamern und YouTubern so geil. Das wäre geil, weil alle würden einfach sterben. Ja, wirklich, Tag 1, 3 Leute tot, direkt. Ja. Das wäre schon ziemlich nice. Wäre geil. Also gebrochen, also irgendwie Schädel gespalten. Ja, safe. Lebensmittelvergiftung, einer verbrannt im Feuer, was weiß ich was. Erfroren. Ja, nice. So. Genau, ging wie immer bis 0. Dann kam Leon und hat dann AOE und dann weiter Patchnotes gespielt. Guck mal, hier war noch Rang 363. Und jetzt der Top 50. What? Ja, wir haben die Woche haben wir so hart trainiert. Krass. Also ja, auch offstream. Wie viele Games macht er denn? Leon, wie viele Games machst du so pro Woche? Das ist schwer zu schätzen. Pro Tag im Schnitt. Ist auch schwer zu schätzen. Ich würde sagen, im Schnitt machen wir so 8 vielleicht. Pro Tag? Nee, vielleicht 6 oder 7. Aber mit Streamgames? Nee. Schon mehr? Ja, mit Stream. 6 bis 8 Stunden. Ja, aber manchmal geht ein Game doch nur so 20 Minuten oder so, oder? Ja, ja. Also, ja. Pro Tag 6 bis 8 Stunden. Okay. Also 6 bis 8 schaffe ich auf jeden Fall nicht. 15 Games, sagt er. Nicht jeden Tag, schaffe ich nicht jeden Tag. 15 Games in 6 bis 8 Stunden? Hat er geschrieben, keine Ahnung. Ich habe manchmal auch echt lange Games, deswegen. Okay, dann spielt Leon doch ein bisschen mehr als ich. Schwer zu sagen. Letzte Woche haben wir beide richtig viel gespielt. Kann man im Profil nicht nachsehen, wie viele Matches man schon gemacht hat? Ja. Das steht doch da. Ja, kann man, stimmt. Ja. Ja, dann hast du AOE gespielt. Ja, habe ich noch ein bisschen China ausprobiert an dem Tag, aber dann habe ich mich davon gelöst. Mhm. Und Mongolen dann angefangen zu mailen. Guck mal, hier steht's. Leon, 235 Wins. Also ungefähr, der hat ungefähr 430 Games gespielt auf dem Account, also auf seinem Main-Account. Mhm. Ja, ist aber jetzt schwer zu rechnen. Wie viel hab ich? Du hast auf dem Bonjour Honor-Account hast du 240. Also die Hälfte und ungefähr. Und den anderen? Auf dem anderen hast du nochmal, keine Ahnung, 130. Nee, ist weniger. Doch 130, 140 so. Und wenn du noch einen Account hast, dann hast du ungefähr so viel wie Leon auf seinem Main-Account. 380. Hat Leon gerade mehr. Aber ich glaube, Leons Spiele sind im Schnitt kürzer als meine, weil ich so viel China gespielt habe. Mhm. Mit China hast du vor dem Patch immer versucht, ins Late-Game zu gehen. Mhm. So, hier haben wir eingegeben, gecastet, dann weiter gespielt. Dann gab es das Showmatch gegen Simon. Da habe ich Simon noch zugesehen, wie er trainiert. Dann haben wir gespielt, glaube ich. Nee, hä? Doch, dann habe ich mich warm gespielt, kannst weiterlaufen lassen. Und dann gab es das Showmatch. Wir haben ein BO9 gemacht. Und zuerst 5 Maps holt. Es ging am Ende 5-1 aus. Ja. Ja, war spaßig, ich hatte Spaß. War schon peinlich, dass du eine Map verloren hast. Ja. War eine Fahrzeugmap, war aber cool, okay. So, Alter 4 ist durch? Nein, Alter 4 ist, also dieses letzte Level ist ein Clusterfuck der Gefühle. Ich raff's nicht. Es ist einfach, es gibt 1000 Wege und jeder ist schlimmer als der andere. Ja, keine Ahnung. Da werde ich heute weiter einsteigen. Werde ich mal gucken, ob ich Progress mache. Ich weiß es nicht. Oh, Leon dann wieder abends trainiert. Also wie gesagt, letzte Woche haben wir beide einen krassen Skillsprung gemacht. Und dann hat auch am Ende, hat man das auch in der Ladder gemerkt. Was eigentlich mit Nili? Holt er dann mal zu euch auf? Nili, der, ich glaube, weiß ich nicht. Was ist denn mit dem? Warum ist bei dem... Also Nili will ja Top 50 schaffen. Aber das ist doch ein AOE-Only-Streamer, oder nicht? Wo ist denn Nili gerade? Ich muss mal reingucken wieder. Ich weiß es nicht. Nili hatte eine Woche Urlaub. Ja, perfekt. Kommt ein neues AOE raus, erstmal eine Woche Urlaub nehmen. Also nächstes Jahr wird Nili, glaube ich, krass. Meinst du? Ja, Nili ist gerade online, 713 grad. Ja, 713... Das ist halt noch ganz am Anfang, muss man jetzt sagen, ne? Aber er hat auch viel zu tun, neben AOE selbst spielen. Hier auch noch ein bisschen China gespielt. So, Leon. Hier war Showmatch, ne? Showmatch habe ich verloren, das war aber knapp. 2-3. Das war echt knapp. Das hätte so oder so ausgehen können. Aber das Interessante ist, seit dem Showmatch habe ich alle Trainingsmatches gegen Leon verloren.
Die waren immer sauknapp, aber hat immer gewonnen. Jetzt ist er in deinem Kopf. Nee, weil ich habe mich jetzt langsam damit eingefreundet, dass er einfach gerade einen Tick besser ist als ich. Sag ich ja, und er ist in deinem Kopf. Du glaubst... Nee, dadurch werde ich jetzt zum Underdog und als Underdog fühle ich mich ja wohl. Jetzt verstehe ich, du willst in seinen Kopf. Ja. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich bin der Favorit, dann habe ich Probleme. Kenne ich. Aber wenn ich halt weiß, ich bin der Underdog und die Leute haben auch die Erwartung, dass ich der Underdog bin, dann bin ich immer stark. Ich verstehe. Das hat bei mir hat es sehr viel mit Psychologie auch zu tun, meine Leistung auf dem Feld. Glaube ich bei allen so. Ja, aber bei mir ist es nochmal extrem. Ich bin halt ein sehr emotionaler Spieler, das merke ich immer wieder. Es hat Stärken, aber es hat halt auch Schwächen, ne? Eigentlich nur Schwächen, ja. Nee, wenn ich in einer richtig guten Emotion bin, bin ich richtig krass mit dabei, wenn ich im guten Mindset bin. Aber eine Maschine ist immer krass. Eine Maschine ist immer krass, aber sie kommt nicht darüber hinaus, über den Peak, weißt du? Und wenn ich richtig krass bin, dann komme ich da noch einen Schritt weiter. Das reden sich alle nicht Maschinen ein. Ja? Nein, nein. Das ist wirklich so. Das habe ich erforscht. Ach so. Ja. Okay. So, Marco war da für das Showman, hat es gecastet. Gibt es auch wieder online. War super gut. Ey, Sam muss es weiter. Ich habe ein paar Folgen mit dir verpasst. Und ich habe jetzt angefangen, das zu Hause zu gucken. Ist gut. Das ist so geil. Ja. Ich gucke das so gerne. Wirklich einfach gut produziert und macht Spaß, einfach zu gucken. Ich gucke das richtig gerne. Ja, das ist echt das Format des Jahres, würde ich sagen. Ja, also ich habe es auch schon damals gesagt, als ich angefangen habe. Ich habe gesagt, das ist das Beste, was YouTube Deutschland in den letzten 10 Jahren einfach rausgebracht hat. Ich wüsste nicht, was vergleichbar ist mit der Qualität und dem, weil es aber auch eine Feel-Good-Serie ist, weil so einfach so Leute, wir wirfst sie in den Wald und die müssen einfach versuchen, da klarzukommen. Das ist wirklich und das ist gut. Ja. Einfach eine geile Serie. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge heute. Ja. Und dann ist Four vs. Wild gestartet. Und zwar Varion, Edo, Turi und ich haben The Forest begonnen. Und leider auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Und wir kriegen sowas von aufs Maul. Da ist Seven vs. Wild ein Joke dagegen. Aber wir haben uns zum Ende stabilisiert. Aber wir haben schon ungefähr so 50 Leute umgebracht, weil wir versuchen, Frieden auf die Insel zu bringen, aber die Leute verstehen das einfach nicht. Greifen die euch ja mal an, oder was? Ja, wir wollen friedlich verhandeln, dann schlagen wir den 2, 3 Leuten den Kopf ein und dann raffen, verstehen die es falsch irgendwie. Shit. Die interpretieren da irgendwas Falsches rein und dann denken die, wir haben Krieg. Ich verstehe es auch nicht. Naja. Freitag in Leontag, das haben wir auch im Weekly gesehen. Das war dieses Horrorgame, was Maurice, glaube ich, uns empfohlen hat. Ja, und es ist von den Machern von diesen, wo man in einem Videoraum sitzt und alles beobachtet nur. Ach, das kenne ich gar nicht. Wer ist denn das? Das ist doch von denselben Machern, oder? Das ist doch deren zweites Spiel. I don't know. Habe ich nur gelesen. Ich weiß nicht mehr, wie das Game heißt. Ich habe mit Namen bin ich raus. So, das haben wir auch gerade gesehen. Das ist quasi ein neues Getting Over It. Das ist so ein Mix aus Getting Over It und Jump King irgendwie. Five Nights at Freddy's, genau. Das ist so, du launchst dich so wie bei Jump King, aber es ist irgendwie von der Levelstruktur eher ein bisschen wie Getting Over, hast schon recht, ja. Und du kannst also komplett abschmieren. Ja. Oh, dann Ladder weiter gepumpt. Rang sieht man 124 hier noch. Da ging einige Games. So. Samstag haben wir nicht gestreamt, aber wir haben viel gezockt, auch Trainingsmatches. Samstag war mein bester AOE-Tag bisher, ever. Also habe ich nicht gestreamt. Sonntag war auch noch gut. So. Gestern war auch eigentlich noch gut. Heute war komplette Scheiße. Heute hätte ich gar nicht das Spiel am besten anfassen sollen, glaube ich. Gibt so Tage, ne? So, dann ging Yellow los. Mit Weihnachtsspielen. Das war wirklich ein geiles Game. Ja, ich muss sagen, alle Games, die wir gespielt haben, waren geil. Warte. Dieses Space Invader am Ende, das Finale. Das fand ich nicht geil. Das fand ich auch nicht geil. Aber Morhun war geil. Ja, das hier war geil. Das mit dem Schlitten will ich eigentlich den ganzen Tag jetzt gerade spielen. Weißt du? Ja. Weil ich jetzt direkt Bocken Runs. Und das geil. Und das mit den... mit den Mauszeigern. Was mit der Maus? Das fand ich auch geil. Das war auch geil. Hab Bock gemacht. War alles geil. Ja. Lemminge? Ja, war witzig, aber muss nicht nochmal. Ja, Lemminge versteht man, glaube ich, nur, wenn man das früher mal gespielt hat. Das ist irgendwie... Ja, genau, das war ja geil. Damals war Lemminge krass.
Damals gab es aber auch nichts anderes. Ja, das ist mein Lieblingsgame. Weißt du, was ich früher mal gespielt habe? Dieses Spiel mit den beiden Affen, die sich Bananen in die Fresse werfen, die gegenüberstehen. Kennst du das? Wie hieß denn das, Chat? Das war so ein ganz billiges Game. War wie so Grafik. Auch so eine super Pixel-Grafik. Genau. Und einfach links ein Affe, rechts ein Affe und zwei Personen haben gespielt an einem PC. Hm. Du musst dann die Bananen werfen. Du musst so Höhe und Geschwindigkeit einstellen. Gorillas? Gorillas? Keine Ahnung. Q Basic Kong? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bananarama? Wie ist Gorilla? Lief auf Basic. Ja, bestimmt. So sah es aus. Naja, und das habe ich auch bei einem Kumpel die ganze Zeit gezockt. Am PC von seinem Vater. Ja, das kenne ich dann nicht. Das war geil, ey. Wie heißt das? Ich muss mal kurz googeln. Gorilla. Wenn das, vielleicht erkennst du, wenn du es siehst. Gorillas Game. Das ist es. Ja, können wir mal sehen. Warte mal groß. Das ist kein Bild. So. Das war das Game. Und du hast das hier, also mal zu zweit. Das war das Krasse, du konntest mit einem Kumpel halt spielen an einer Tastatur. Mm. Und dann hast du immer so einen Winkel eingestellt, wie du die Banane schießen willst, und dann immer Kraft, wie viel du schießen willst. Und dann hat man sich die Bananen gegenüber, muss man sich abwerfen. Ja, nie gesehen. Absolut geiles Game. Hier ist Bock drauf. Auch ein geiles Game. Vielleicht kommt es ja bei Dings, gegen Maurice, bei Yellow. Stimmt. Kann sein. Das hier ist jetzt mein neues, das ist mein second Main Game jetzt. Ab jetzt. Ja, auch ziemlich geiles Spiel. Ja. Das ist es. Gab es noch eine Folge Seven vs. Wild und dann Rimworld. Und dann Rimworld, genau. Und dann mal die Woche um. Richtig. Ja, solide Woche. Aber jetzt auch nichts super Besonderes. Nö. Ich glaube, jetzt auch nicht super viel gestreamt. Die müsste in etwa so wie die letzte sein. Vielleicht noch ein bisschen schwächer sogar. Bisschen schwächer, glaube ich auch. Ja, muss aber sagen, die Wochen davor, alle, die waren alle. Also dann bombig. Geht das erstmal bergab, Chat, ne? Wisst ihr ja. Genau. Oder seitwärts, mal gucken. Ja, ich würde sagen, keine Ahnung, 4 Stunden weniger gestreamt. Schnitt ist auch ein bisschen gesunken. Ich habe jetzt schon geguckt. Und du hast genau richtig gesagt, Schnitt ist sogar leicht gestiegen. Was? Ja, aber nur 3. Und ich habe es nicht richtig gesagt, weil das sind 7, das sind 11 Stunden weniger sogar. Ja, aber krass. 11 Stunden so. Weniger, ist nur 73. Ja, aber Schnitt, wir halten einen Schnitt über 4000, das ist sehr hoch. Das sehr, ist sehr hoch. Insane. Sehr, sehr hoch. Also wenn das wird nicht so bleiben, dann gehen wir da runter. Insgesamt 297.000 Zuschauerstunden, dafür, dass Samstag gar nicht gestreamt wurde, auch sehr gut. Montag 50.000, würde ich sagen, ist okay. Dienstag 54.000, würde ich sagen. Oh, ist gut. Das werden wir erstmal wieder ein bisschen geerdet, weil das war einfach okay. Zu krass auch. Da ich schon, als wir diese Wochen hatten, habe ich schon wieder zu viel auch auf Zahlen geguckt. Ja. Lass mal ein bisschen entspannen jetzt. Dann Mittwoch 66.000 ist strong, Donnerstag 57.000 eigentlich auch. Ja, ich will jetzt gar nicht vergleichen mit den letzten 4 Wochen irgendwie, weil es immer so komisch ist. Es ist ein stronger mit Donnerstag. Freitag würde ich sagen, ist solide. Ist, glaube ich, ein normaler Freitag. Samstag ist sehr gut mit 0. Und Sonntag 50.000. Da hast du später bisschen weniger gestreamt. Genau, wir haben mal insgesamt weniger gestreamt. Insgesamt eher eine lockere Woche, 73 Stunden. Muss auch mal wieder sein, ey, weil die Wochen waren so krass. Und Chat, jetzt mal Real Talk, ne? Also, diese Wochen hier so, sagen wir mal diese 4 Wochen so, ne? Das sind so insane Zahlen. Also, ich glaube, das werden wir nie wieder schaffen. Ich denke mal so, diese 4 oder 5 Wochen, die können wir uns so einrahmen und an die Wand hängen und immer daran denken, wie geil es war in dieser Zeit. Aber das ist auf jeden Fall der Peak von Bond war. Sowas werden wir nicht nochmal schaffen, ne? Also, das wissen wir alle. Alright. So, dann lass mal zu den Events kommen. Da haben wir nämlich auch wichtige News-Chat. Also erstmal, lass mal die ablaufen. Im Dezember, und zwar, ich kann euch sogar ein Datum sagen, am 13.12. Lass mal erst die Bad News, weil... Ach so, erst die Bad News. Lesen so gleich alle. Okay, das erst mal die Bad News. So, es ist jetzt offiziell, wir haben die letzten Wochen schon darüber geredet, Chat. Aber jetzt nochmal offiziell, die Bonn-Valan wird nicht stattfinden im Januar. Ja? Nicht im Januar, genau. Die ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir wollen, dass die Situation entspannt ist. Und dann, wenn wir wissen, jetzt ist wieder alles besser, dann planen wir eine neue LAN mit allen, die wir auch vorher schon eingeladen haben. Wir wollen die alle wieder dabei haben. Aber einfach, dass wir uns gut fühlen und dass ihr euch beim Zusehen auch gut fühlen könnt und nicht denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, was machen die denn da? Ist doch Corona! Und deswegen verschieben wir das auf unbestimmte Zeit. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ja, also es war von vornherein, haben wir auch gesagt, wir wollen wieder ein Event machen, weil die Lage sich gerade entspannt. Ne? Deswegen haben wir überhaupt die LAN angekündigt. Dass es jetzt noch mal so krass wird mit der 4. Corona-Welle, das war kein von uns bewusst. Also das hatten wir, also ich hatte das persönlich gar nicht mehr auf dem Zettel, dass es jetzt noch mal so eskaliert.
Aber es ist gerade halt schlimm. Es, in vielen Bundesländern werden die Intensivbetten weniger. Und die Inzidenz ist so hoch wie nie zuvor. Mhm. Entsprechend ist das einfach keine Option, dass wir das im Januar einfach so durchziehen. Es reicht, weil jetzt die Leute auch alle wieder zu ihren Eltern fahren. Und die letzten beiden Jahre war dann ja danach auch immer noch Auswirkung von der Weihnachtszeit, wo sich alle quasi mit ihren Familien getroffen haben. Entsprechend ist es einfach keine Option für uns, als Unternehmung so ein Risiko einzugehen, wo wir es auch nicht müssen, weil wir haben überhaupt kein Commitment, wir haben keinen Sponsor oder so für das Event und wir wollen das auch unseren Gästen nicht zumuten. Entsprechend wird das Ding einfach abgesagt. Genau, wäre auch Risiko für die. Ja, genau, wäre ja auch Risiko für die und deswegen das Risiko geben wir nicht ein und da sagen wir verschieben einfach. Ja, wir haben aber gesagt, dass wir zu dem Zeitpunkt trotzdem ein kleines Ersatzevent machen und zumindest mal ein oder zwei Tage wieder als Multiplayer-Runde, also alle von Bonjour. Bonjour. Ein oder zwei Tage mal wieder richtig schön Multiplayer-Game spielen zusammen. Ne? Genau. Das werden wir dann tun. Ja. Zum Beispiel einen neuen Minecraft-Patch. Haben überlegt, ob wir uns den mal angucken. Aber das gucken wir dann. Ne? Also es wird da auf jeden Fall ein bisschen Ersatz geben, zumindest. Yes. Und wir streamen ja sowieso normal weiter. Also ist ja nicht so, dass dann kein Stream ist, sondern einfach nur keine LAN. Okay, dann aber jetzt zu den guten News. Und zwar DLDU Season 3 startet schon nächste Woche Montag. Also genau in einer Woche startet die dritte Season. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, nee, ich sage euch nicht, wer zugesagt hat. Sagen wir es so, bisher hat noch niemand abgesagt von den Leuten, die ich geschrieben habe. Aber es haben auch noch nicht so viele gelesen, deswegen ist es jetzt noch nicht so safe. Aber sobald da was feststeht, sage ich euch Bescheid, wer dabei ist. Auf jeden Fall wird gestartet, wieder in Dark Souls 1. Ich kann euch jetzt aber schon mal sagen, Maurice wird nicht mitspielen, aber Niklas wird mitspielen und Leon wird mitspielen. Das heißt, von Bonjour treten drei Spiele an mit mir zusammen und wir haben große Hoffnung, dass der Pokal wieder ins Bonjour-Haus wandert. Ja, du musst den holen. Ich habe schon mal einen geholt. Ja, musst du noch mal jetzt. Leon. Nein, du hast doch jetzt wieder Motivation. Leon. Lass Leon den holen. Nee, Leon wird verkacken, der wird zu greedy sein. Weißt du, was Leon machen will? Der will was ganz Abgefahrenes machen. Ja, wird verkacken. Spoiler das nicht. Ja. So, gut, also das startet nächste Woche, geht vom 13. bis zum 22. Also so grob 9 Tage. Dann, am 16. Januar ist die nächste Bonjour Achievement Show Powered by Yellow. Die hatten wir gestern, die letzte Ausgabe. Die nächste ist am 16. Januar. Also noch ein bisschen hin, noch über einen Monat. Ne? Dann LAN haben wir schon drüber gesprochen. Und dann die Bonjour Jugendspiele Powered by AOK. Haben wir ja auch geplant für nächstes Jahr. Die werden auch stattfinden. Allerdings genaues Datum steht noch nicht fest. Sagen wir euch dann aber, wenn es soweit ist. Yes. Ja. Und dann können wir schon mal ankündigen, dass es nächste Woche die bisher krasseste Highlight-Woche für Age of Empires geben wird. Weil Leon und ich, wir trainieren ja gerade auf dem Ziel hin. Und nächste Woche haben wir 3 Turniere, an denen wir teilnehmen werden. 2 Turniere sind davon 20.000 Dollar Turniere. Und ein Turnier ist noch nicht angekündigt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden können, aber da sind wir eingeladen. Und das wird stattfinden von Mittwoch bis Sonntag. Und in der Zeit wird dann Matteo quasi Urlaub haben. Genau. Mittwoch, Donnerstag und vielleicht Sonntag streame ich dann nicht. Ja, also Leon und ich, wir werden im Studio, wir werden die Games zocken, also selbst mitspielen und dann casten, sobald wir raus sind. Ja, Matteo macht Urlaub. So, genau, steht hier noch nicht drin, aber es kommt nächste Woche. Genau, dann kommen wir zum Plan für diese Woche. Jetzt gerade ist Briefing, dann kommt Judgmental für 2 Stunden. Da werden wir auf jeden Fall die neue Folge 7 vs. Wild zusammen gucken. Dann ab 22 Uhr versuche ich in Alte 4 weiterzukommen. Dann ab 0 Uhr wurde ich von einem alten Halo-Kollegen herausgefordert. Der hat gemeint, der macht mich fertig. Dann habe ich gesagt, okay, dann nimm dir noch einen anderen Kollegen und wir battlen uns in einem 2v2. Leon und ich spielen also gegen die beiden. Das wird eigentlich so ein bisschen auch unser Trainingsmatch für das 2v2 gegen
Simon Kretschmer und Scorpion. Das ist ein Semi-Pro in Halo, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist sozusagen unser Trainingsmatch dafür. Wann das Match gegen Simon ist, weiß ich aber noch nicht. Haben wir noch nicht geschrieben. Mhm. Mal gucken, wie lange das wird. So bis 0, 1 Uhr, keine Ahnung, so 2-3 Matches machen wir auf jeden Fall. Wäre cool, wenn wir da gewinnen. Und dann bleibt Leon noch ein bisschen länger bis 3 und streamt irgendwas, vielleicht AOE. 4. Ja, mal sehen. Leon war heute auch nicht so, meinte auch, war auch nicht so fit. Ah, okay. Vielleicht sagt er was anderes heute, mal sehen. Dann Dienstag ist mittags erstmal nichts. Da streamt niemand, also auch nicht Maurice. Der Stream beginnt dann mit mir ab 20 Uhr. Dann ab 21 Uhr gibt es wieder Among Us. Und ab 0 Uhr gibt es dann Battlefield zusammen mit Leon, Smash, Lunatic und Sina. Wir werden zu viert ein bisschen Battlefield ballern, aber nur so bis 1, so eine Stunde. Und danach ist Leon wieder da, macht wieder irgendwas. Und dann ist Mittwoch. Genau, Mittwoch werde ich wahrscheinlich AOE 4 zocken. Und ja, dann gibt es abends Matteo. Und dann fängst du an. Genau, und dann eigentlich war hier die Montagslobby ist heute ausgefallen, weil Dalu heute nicht kann, glaube ich. Und dann haben wir die auf Mittwoch verlegt, aber Mittwoch geht leider bei Dalu auch nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ja gut, dann nehme ich mir den Slot und mache da meinen Dark Souls No Death Trainingsrun, weil sonst habe ich keine Gelegenheit mehr zu trainieren. Mhm. Weil ich werde meinen Run wahrscheinlich direkt zum Start machen, nächste Woche, dann am Montag. Ich lege dann wahrscheinlich vor, außer Maxim macht dann wieder seinen Run um 8 Uhr morgens. Keine Ahnung, kann auch wieder passieren. Ja, das geht bis 0 und dann kommt Leon, der bleibt für 2 Stunden. Und dann haben wir schon Donnerstag. Genau, Donnerstag gibt es diese Woche kein Showmatch, aber wir werden wieder zu zweit hier im Studio streamen. Also nicht zu dritt, aber zu zweit. Also Leon und ich. Und wir werden den offiziellen Ladder-Push machen, denn für das neue Turnier, was nächste Woche ist, werden am Samstag die Teilnehmer bestimmt und da geht's nach Ladder-Punkten. Das heißt, wir versuchen noch einmal, unseren Rang höher zu pushen. Und das machen wir, indem wir abwechselnd spielen. Ne? Also immer einer macht Pause. Und der andere, der gerade nicht spielt, der wird das Ganze so ein bisschen kommentieren von außen, also auch außerhalb der Studiotür. Und das wollen wir mal ausprobieren als Format. Auch die Spiele dann auf YouTube releasen, um mal zu gucken, wie das ankommt. Wenn einer zockt, also richtig tryhardet, auf höchstem Niveau, dann halt auch gegen die Top 50 Leute. Und der andere so ein bisschen dabei die Gedanken kommentiert, also die Gedankengänge, die man hat in einem Game und was man sieht und was die Reaktion ist und so. Das wollen wir ausprobieren am Donnerstag und dabei unseren Rang halt noch weiter pushen und die Top 50 angreifen. Das ist unser Ziel gerade. Yes, dann ab 20 Uhr komme ich, Judgmental eine Stunde und dann geht es wieder weiter mit The Forest, also Forest, powered by G-Portal mit Turi, Edo und Varion. Das geht bis 0 und dann wäre ja eigentlich Leon da, aber weil der ja schon mittags streamt, streamt er dort nicht. Mittags. Und ich werde dann, also mittags. Für mich ist das morgens eigentlich, ne? Ich muss morgens eigentlich sagen. Dann werde ich gegen Shu ein 1 gegen 1 in Halo machen. Und sie hat mich schon getrashtalkt, das heißt, ich werde das Ganze ernst nehmen, keine Gnade zeigen. Ich werde da komplett drüber fahren. So, dann Freitag. Leon ist ab 18 Uhr da, labert eine Stunde mit euch. Dann ab 19 Uhr gibt es Mario Kart bis 21 Uhr. Danach gibt es das nächste Halo Infinite 1 gegen 1 und zwar gegen Chiara. Das wird auf jeden Fall auch eine Hausnummer werden. Also das werde ich auch auf jeden Fall mir ansehen. Und dann am Ende noch eine Stunde offen mit Leon. Vielleicht spielt er da was ganz Wildes. Samstag ist dann der Stream von Maurice und da findet ab 18 Uhr die Weihnachtsbäckerei statt. Ja. Maurice wird Kekse backen. Ja, Maurice der Einzige von uns, der Weihnachten mag. Das stimmt. Und deswegen wird er so ein bisschen Weihnachtsflair hier reinbringen. Ja, ich frage mich, ob Maurice schon mal Kekse gebacken hat, weil ich habe zum Beispiel selber noch nie Kekse gebacken. Also noch alleine. Nie. Noch nie. Alleine. Aber mit deinen Eltern irgendwie. Mit meiner Freundin, mit meinen Eltern früher schon öfter. Mhm. Aber alleine hätte ich... Alleine würde ich aber auch nie auf die Idee kommen, was zu machen. Ja, aber Maurice macht das alleine. Ja. Naja, er macht das ja nicht alleine, er macht das ja mit den Zuschauern. Stimmt. Zählt nicht als alleine, finde ich. Das stimmt. Wenn ich Eis mache, ist das auch nicht alleine hier im Stream. Ja, aber er ist auf sich gestellt, sagen wir es so. Das stimmt, ja. So, dann Sonntag ist Niklas ab 16 Uhr da. Ja, da gibt es wahrscheinlich AOE. Weil nächste Woche sind ja die Turniere und abends gibt es dann noch RimWorld.
Genau, und das ist die Woche bei Bonjour. Ganz toll. So. Cool. Cool, cool. So, Chat. Irgendwas über irgendwas, irgendwo ein Timer. Achso, das war wegen der LAN, ne? Das war wegen der LAN, ja, haben, ja, genau. Wir, haben wir alles gesagt, okay. Ja, ja, ja. Alright, dann könnt ihr jetzt Fragen stellen und ich lese Subs vor. Fragen bitte @bonjour taggen, ansonsten werden sie nicht mit vorgelesen, weil die werden danach gefiltert. Genau. Ich habe hier so ein geiles Tool von Maurice bekommen. Ich sehe jetzt die @bonjour getaggten Fragen. Das heißt, bitte auch nur @bonjour taggen, wenn ihr jetzt eine Frage habt. Geil. Weil sonst ist das Tool wieder, sonst geht's nicht. So, dann geht's los mit Subs vor einer Stunde von Heiner. Für 15 Monate schreibt Pump It Up. Let's Go für 11 Monate. Ebi hat neu gesubbt. Willkommen. SC Dark Lord für 8 Monate schreibt Lang lebe Bonjour. Janbo hat für 4 Monate gesubbt. Schreibt Bibidi, Babidi, Babidi, Bubidi. Und Chat ist auch immer toll. Proletus Maximus für 22 Monate schreibt Lü, 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 Lü. Tomorrow für 56, Jackie für 5, Jing Elling für 19 schreibt, hallo, wurde hier ein Paket für mich abgegeben? Nee. Biber Butze Benne für 20 Monate schreibt, wie viele Kinder dieses Jahr keine Geschenke bekommen, weil Niklas den Weihnachtsmann von dem Baum fährt? Trauriger Smiley. Murmelmutz für 11 Monate, Dr. Spektakel für 6 schreibt, nee, sorry, hier wurde kein Paket abgegeben. Tenebris Nox für 39 Monate schreibt, okay, letzter, Kappa. Boris Klatscher hat heute neu gesubbt, willkommen. The Sepse für 21 schreibt Kristallenergie. Kimi Jula für 2 schreibt für süßesten Montag wie immer. Der Tisi für 23 schreibt bitte noch einen letzten Versuch. Klemurklos für 57. Baxter NB für 53. Never Skip Black Day für 36. Mister für 10. Grimms HH für 23. Sir Flagens für 10. Dreadas.de für 49 schreibt frohe Weihnachten. Flag für 41, Hellraiser für 37, Johu hat für 5 gesubbt, schreibt Moin, Grill Clinton für 28, El Donald für 20, schreibt Schönen Abend, Sicarinos hat heute neu gesubbt, willkommen an dich, Malzbierkopf für 35, Simon Wang für 13, schreibt jeder Mensch schafft 5 Datteln, Terrorkrümel für 3, Crossy für 7, Ledaxi für 2, Darkfire hat für 13 gesubbt, It's Greened für 6 Monate, Flash Laser für 13, Slice Bread für 13, Schnitzel für 49, Magni für 38 Monate schreibt, was ist denn mit euch los? Frosch Ketchum für 19 schreibt, hallo lieber Nikolaus, größer als 2 euch allen. Jule YouTube oder YT für 6 Monate schreibt, kleiner 3. Happy Hippo für 13 schreibt, sie fliegen um zu siegen, siegenfach und fliegen, siegen, fliegen, bis die Fetzen fliegen. Sie sind Sieger, wenn sie fliegen. Hahaha, Captain Baloo. Mächtiger Sheldor für 4 Monate. Limetime für 5, schreibt wieder so ein Scam-Abo geraten. Sunshadow für 57. Edelman für 8, schreibt, irgendwann wirst du es schaffen, besser als Leon in AOL4 zu sein. Ich habe vollstes Vertrauen in dich, Mental. Hule Padde hat mit Tier 2 für 12 Monate gesubbt, schreibt, leck mich geschissen in die Fresse, das war ja ein Zehner, ein Zehnjahr. Zehnte, ne? In Suri für 32 Monate, Anot für 15, schreibt Bonjour vs. Wild, Kari für 4 Monate, Bali Online für 8, schreibt, danke für den Politik-Talk, Maurice, gerne mehr davon, Tannebaum für 29, Mani für 9, schreibt, was ist der höchste Berg Frankreichs? Der Camembert. Live Ends hier für 2 schreibt, hey, ich wollte einfach mal Danke sagen, Chat ist auch immer super. Vandalismus für 4, Volker X für 34, Nacho für 15, Horstmann für 9, schreibt, schade mit der LAN, hatte mir extra Urlaub genommen, aber die einzige richtige Entscheidung. Ja, die Teilnehmer haben sich auch Urlaub genommen, teilweise, also ist halt wie es ist, ne? Kann man nichts machen. Die Corfis für 3 Monate. Lizzie Gag für 5 Monate, Muddy Non-Twitch für 2 schreibt, was geht? Mimi Ruh für 31 schreibt, was? Matteo hat Urlaub, das ist ja noch nie passiert, was sollen wir denn machen? Ich gucke einfach trotzdem Bonjour. Matt Hatter für 12 Monate schreibt, wann, wenn Matteo Zwangsurlaub hat, passt dann jemand auf ihn auf? Kerak vielleicht. Oder bringt ihm einfach immer mal was zu essen vorbei? Also, das kriegt Matteo, glaube ich, auch alleine hin. Perama für 36 Monate. Uneasy Hard für 10 Monate. Blue Commander für 8 schreibt 25% Seife, 1% essbarer Geruch. Paradan für 8 schreibt, wer das liest, ist Bonjour Herz.
Cell für 13, Kajit für 61, schreibt, bleib gesund. Sir Fettsack für 52, schreibt, 52 im Monat, das ist ja ein ganzes Jahr. Lemonplot für 30, Schmitzkatze für 2, Srengs für 5. Kampfwürstchen für 6, Mr. 47 für 42 Monate. Vier Finger Jack für 3 Monate, schreibt, hi. Miss Hubbelupf Quietschi für 14, schreibt, sag an der Kerze zur anderen, was machst du heute Abend? Sag die anderen, ich gehe aus. Drei Gorn für 15 Monate, Heesh für 34, Average Human für 6, schreibt in der Weihnachtsneckerei, Phoenix Ione für 57, Herr Timson für 40, Im Conaldo für 27, schreibt nichts, Lumipudo für 4, schreibt freue mich auf 7 vs. White, Wing Turus für 24, Getz hat neu gesubbt, willkommen, Fuppel für 13, schreibt liebe Grüße an Jens, Tina Dings für 29, Rulofan für 39, schreibt frohe neue Woche, Splinter für 49, Fiola für 3, Milkheim für 4, schreibt Bub, Officer Sexy für 23, schreibt Bonn war bestellt, Fragezeichen. I like my pixels, hat uns heute 10 Subs in den Chat reingeballert. Nice, danke. Wasser für 10 Monate, Pete Batman für 9, schreibt Shubidubidu, yeah. Kedox für 11, schreibt bitte nicht lesen, danke. L1MF für 82 Monate. 82 Monate. Ja. 82. Bup. Stream schon seit 82 Monaten. Das ist voll krass. Irgendwann streamen wir länger als 100 Monate. Ja, stimmt. Das ist ja nur noch, naja, das ist 2 Jahre. 2 Jahre. Bup. Okay. Du wirst so lange überleben. Bohndose für 28 Monate schreibt, ho, 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 hier spricht der Osterhase, frohes Jubiläum. Faebi für 17, Projekt Waffel für 14, schreibt danke. Shiggy Live für 19, Brups Lee für 6, schreibt alles super. S. Rota hat neu gesubbt, willkommen. Seikes für 56, schreibt, kaufen Sie die offizielle Matteo-Perücke, nur solange der Vorrat reicht. Turbotop für 40 Monate, Viola Isso für 13, schreibt, moin moin Ladies. TDF Psycho für 12, schreibt, Bon was Liebe. Paranoid hat uns 5 Subs in den Chat reingeballert. Jan Vigo für 21, Claim für 48, schreibt Test. BM King Louis für 8, schreibt Bub. Shibi für 35, schreibt Moin. Stevo für 31, Sandra PP für 10 Monate, schreibt Dünnwein der Christmas Edition mit Zimt oder so, das wäre toll. Dünnwein mit Zimt? Auf gar keinen Fall. James Archer für 4 Monate, schreibt Bonjour Herz. Steinkopf für 22 Monate, schreibt Danke für die gute Unterhaltung, ihr seid klasse Jungs. Remun für 4. Ronan für 54 schreibt, spielst du noch heimlich New World? Ich auf gar keinen Fall. Upp. Also, da habe ich gar keine Zeit für. Außerdem, nee. Willi der Wattwurm für 5 Monate. Kuwe hat neu gesubbt, willkommen. Tanacho für 8 schreibt, Moini. Cortas für 2 schreibt, ich freue mich auf die Halo-Matches. Und Kopf der Königin für 17 Monate schreibt, Upp. Kleiner 3. Und jetzt nochmal ein Nerd Addicted neu gesubbt. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Subs, Leute. Find's danke super. Euch. Und jetzt kommen wir. 80 Jahre. Das Jahre, ja. kommen wir zu den Fragen. Dann geht's hier los. Hättet ihr Lust, zu Weihnachten eine Spendenaktion für einen guten Zweck zu starten? Zum Beispiel für Dunkelziffer geht immer. Spenden- oder Charity-Aktionen suchen wir uns eigentlich immer selber aus, weil wir dann immer gucken, was finden wir toll, was finden wir unterstützenswert. Und dann wird es lange geplant und gemacht. Also, aber jetzt im Dezember haben wir nichts vor. Jetzt haben wir nichts geplant, deswegen wahrscheinlich eher nicht. Mein Kalender ist leer. Genau. Matteo, hättest du Lust auf RP in Red Dead Redemption 2? Nee, aktuell habe ich gar keine Lust auf RP. Bup. Keine Schokolade mehr. Scheiße. Wie groß ist das Video der kompletten Woche? Das ist kein Video, das sind immer nur so Frames, die gezeigt werden, keine Ahnung. Soll ich sagen? Ja, wahrscheinlich wenige MB. Meinst du? Ja. Warte, ich guck. Wenn überhaupt. Also das Weekly war diese Woche. Nee, nicht das Weekly, sondern das... Ja, ich sag aber beide. Ach so. 326 Megabyte und ja. Der Schnelldurchlauf ist 86 Megabyte. Ja, dachte ich mir so in der Größenordnung. Kennt ihr diesen jungen, aufstrebenden Streamer Dadosh? Noch nicht gehört bis jetzt? Was denn? Wie werdet ihr über Weihnachten und Neujahr besetzt sein? Das sind alle 10 Minuten die Thumbnails des Streams aneinander geschnitten. Geil, Thumbnails. Die Thumbnails, ah ja. Ja, wir werden, glaube ich, also an Weihnachten werden wir, glaube ich, normal besetzt sein.
Aber Weihnachten ist ja an einem Freitag, ne? Da weiß ich nicht, wie wir streamen. Also ich kann nur sagen, ich werde an Weihnachten nicht nach Hause fahren und Neujahr auch nicht. Ich also bin Heiligabend bei meiner Family. Jo. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob Leon da ist oder ob der heimfahren Überleg, wird. Ob ich dieses Jahr nochmal einen Silvester-Stream mache, Chat. Es ist ja mittlerweile Tradition, ne? Ja. Ich weiß nicht, was ich da spiele. Haben doch mal Silvester, haben wir doch sogar in WoW gemacht. Ja. Ein paar Mal WoW-Silvester. Ja. StarCraft-Orakel. Stimmt. Das ist aber immer Neujahr, das StarCraft-Orakel, oder? Ja. Das erste Match im neuen Jahr, wenn du es gewonnen hast. Ja, kannst du eine AOE jetzt machen? Kann ich eine AOE jetzt machen, stimmt. Geil. Aber ist es dann noch das Gleiche? Nee, ist besser, weil bisher war dein Orakel immer scheiße. Kam nämlich direkt Corona. Wir haben immer verloren, ja. Und das war immer komplett an die Wand gefahren, das Jahr. Hm. Da soll Nisa stehen statt Sina. Da steht ja schließlich auch Smash Donetti und nicht Franzi. Ja, aber da steht aber auch Leon und Matteo. Das heißt, eigentlich müsste bei Smash Donetti Franzi stehen. Keine Ahnung. Außerdem ist es keine Frage. Silvester auf das 2 lang. Das ist zum Beispiel. Oh, klingt auch gut. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Ich wünsche mir gar nichts. Ich auch nicht, ich habe alles. Ich wünsche mir, dass alle gesund bleiben und Corona irgendwann demnächst sich das alles mal wieder ein bisschen beruhigt und man wieder Freunde treffen kann. Und dass wir mal wieder einen LAN machen können. Das ist das Einzige, was ich mir gerade wünsche. Aber sonst habe ich alles. Wie steht es mit dem Duell Niklas gegen Gino, 30 Burger gegen 50 Donuts in einer Stunde? Habe ich schon gewonnen, haben wir gemacht. Okay. Bleibt ihr alle in Hamburg dieses Weihnachten? Haben wir schon beantwortet teilweise. Dann wird Niklas mal als Heiliges Römisches Reich spielen in EU4. Habe ich schon ein bisschen, aber gerade keine Lust drauf. Auf welcher Seite habt ihr das Age of Empires 4 ranked? Wie heißt die oder wie findet man die? Ich glaube, Ausrufezeichen AOE kommt die auch, oder? Ich weiß es nicht. Müsst ihr gucken. Kommt man nicht irgendwie auch auf den Link? Haben wir den Link irgendwo? Also die Seite heißt auf jeden Fall. So, ich poste die einmal in den Chat. Hier, ich gebe einmal den Link. Das ist das Ranking, das offizielle. Dann wird gefragt, Matteo, hältst du die freie Woche aus oder drehst du wie die Seven vs. Wild Jungs in der Isolation durch? Also Donnerstag und ich habe Mittwoch und Donnerstag keinen Stream und vielleicht Sonntag wieder. Das heißt, eigentlich habe ich nur 2 Tage mehr Wochenende als sonst. Aber du wirst wahrscheinlich durchdrehen. Ich werde komplett durchdrehen, das stimmt wahrscheinlich. Wenn Leon DLDU mitspielt, darf dann auch Savi? Nein. Leon, ihr werdet dann merken, warum Leon mitspielen kann, darf. Savi habe ich nicht eingeladen. Ich habe erstmal nur die Leute eingeladen, die bisher dabei waren. Wenn von denen welche absagen, werde ich neue einladen, damit wir aber nicht über 10 Leute werden. Weil ich will nicht, dass wir zu viele werden. Wann kommen die neuen Seven vs. Wild Folgen auf YouTube? Die kommen gar nicht mehr auf YouTube, habe ich auch schon gesagt, im Laufe der Woche. Die werden nur noch live und als Twitch-VOD zur Verfügung stehen, weil die kann man auch nicht so gut runterschneiden. Und deswegen hat das irgendwie keinen richtigen Mehrwert. Und die Leute gucken es dann eh live. Und das VOD dann nochmal zu gucken, machen dann viel weniger Leute. Das heißt, lohnt sich für uns gar nicht. Und deswegen gibt es sie nicht mehr auf YouTube. Das heißt, die letzte Folge, die da kam, war die letzte. Habt ihr Mr. Robot geguckt? Habe ich mehrmals angefangen, aber nie geschafft, zu Ende zu gucken. Ich habe die durchgeguckt. War für mich eine der Top-Serien der letzten vielen Jahre. Die ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ne? Wann war dein letzter Urlaub? Ich glaube, noch nie. Weiß nicht. Also Urlaub hatte ich, glaube ich, so noch nie. Also bei Bonja. Ist eigentlich irgendwas in Richtung Rust geplant? Nee. Nicht, soweit ich weiß. Also da wird immer mal wieder gemunkelt und ja, machen wir mal oder machen wir nicht. Aber ich weiß von nichts. Da müsst ihr dann vielleicht mal entweder Jens fragen oder vielleicht bei den Rocket Beans, weil die haben das ja mitverantwortet, also die haben es ja mitgemacht und von denen ging ja eigentlich die ganze Technik aus. Dann ist DLDU 3 mit Tätowieren? Ja, jedes DLDU ist mit Tätowieren. Das weißt du gar nicht, oder? Das doch, wenn man beim ersten Boss steht, muss man sich den tätowieren lassen. Genau. Sind die Pflanzen hinter euch echt? Nein, immer noch nicht. Matteo, was sagst du zur Legalisierung von Cannabis? Ich freue mich, bin ja Cannabiskonsument seit Jahren.
Endlich kann ich legal kaufen. Nee, mir ist es egal. Ich habe da keine Aktien. Ich finde es vielleicht okay. Keine Ahnung. Ich habe dazu keine Meinung. Habe auch keinen Kontakt so zu Cannabis oder so. Man munkelt über einen EFT-Wipe, der hat, was? Nee, hat einer von euch Lust, mal das wieder zu spielen? Boah. Gar nicht. Also ich habe auch gar keine Lust. Mitarbeiter, wenn ich daran denke, ist so unsexy. Ja, das fühlt sich so tot gespielt. Ja. Also, nee. Weiß nicht mal, ob ich Bock habe auf die neueste, also auf Streets von Tarkov noch. Also was ich gesagt habe, wäre, wenn wir so ein das Multiplayer-Ding machen. Dann, und wenn da gerade der Wipe wenn ist. Wenn da Streets of Tarkov oder ein neuer Wipe. Genau, ja. Dann können wir von mir aus das zu vier oder zu dritt mal einfach reingehen und uns ein bisschen umschießen lassen. Aber, ja, aber auch nicht lange. Aber ernsthaft wieder EFT spielen, ich bin auch komplett leer gesaugt. Das Spiel hat mich leer gesaugt. Einfach. Das ist halt auch jetzt schon echt auch ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Es ist trotzdem ein super geiles Game, aber irgendwann ist es genug. Also ja, für mich also zumindest. Irgendwann kann man das, geht's nicht mehr. Ja. Habt ihr Friendly Fire geschaut? Ich habe null Friendly Fire geschaut. Ich habe immer mal reingeschaut. Ja. War sehr erstaunt über die krasse Qualität der Produktion dieses Jahr. Haben echt nochmal einen draufgesetzt. War ein sehr krasses Event, auch von den Zuschauerzahlen, auch von den Spendenzahlen. Haben sich echt nochmal mehr Mühe gegeben. War super gut. Also riesen Respekt für alle Involvierten für das Event. War krass. Die haben da echt was geschaffen, was echt unique ist. Mega gut. Bekommt ihr vom AG Corona-Tests gestellt? Nö, kaufen uns selbst. Wir haben ja immer so Riesenpackungen gekauft. Findet ihr die Weihnachtszeit auch so stressig, obwohl man versucht, Weihnachten zu ignorieren? Nö. Ich nicht. Ich finde es auch nicht stressig. Aber das Einzige, was ich Weihnachten habe, ist Heiligabend bei meinen Eltern. Ja, also mich ist Weihnachten genauso wie alle anderen Tage. Ich mache da nichts. AG heißt Arbeitsgeber. Arbeitgeber, ach so. Ich wusste auch nicht, was im AG meint. So. Nee, also, Arbeitgeber, ja. Wir stellen die Tests für die Leute, die hierher kommen, die hier arbeiten und für die Leute, die Gäste sind. Das, ja, wir kaufen die über die Firma. Macht Niklas vielleicht auch mal sowas wie Judgmental oder mag er das nicht so gern? Ich habe immer mal eine Zeit lang habe ich auch so React-Content und so gemacht, aber. Das mache ich dann eher spontan, nicht als festen Tagespunkt. Ja. Das gibt wieder irgendwann eine Phase, wo das mehr ist. Aber jetzt gerade ist Tryhard-Phase. Komplett. Dann, ja. Ich tunnel so rein, Leute. Ich habe die Frage verloren hier. Ist geplant, ob jemand bei Bonja wieder mal Speedruns macht? Geplant nicht, aber wenn, dann würde ich am ehesten sagen. Bei Leon, oder? Du hast oder wenn Minecraft nochmal einen geilen neuen Patch bringt und der Speedrun noch anders wird. Also Minecraft-Speedrun war auch eine geile Zeit, muss ich sagen. Mhm. Plant ihr den Ersatztermin so, dass die geplanten Gäste möglichst so erhalten bleiben können? Ja. Ja, also erstmal müssen wir gucken, wann es wieder möglich ist. Und dann gucken wir, dass möglichst viele Leute da können. Aber wir müssen vor allen Dingen auch einen Termin finden, der für uns selbst auch genau, erstmal gucken wir, wann es bei uns geht. Und dann möchten gucken, aber im Idealfall mit den Gästen, die wir jetzt geplant haben, das machen. Genau. Gibt es schon Updates zum Merch? Nichts, was wir euch mitteilen können. Also gibt in jedem Meeting, reden wir drüber, aber ist noch nichts final beschlossen. Würdet ihr mal wieder beim Chat-Duell der Rocket Beans mitmachen? Wir wurden letztens eingeladen zu einem Chat-Duell, haben aber abgesagt, weil Corona und so. Ist halt einfach irgendwie. Also prinzipiell ist, glaube ich, also bei mir zumindest so, dass ich eigentlich alles absage außer Haus an Haus. Da habe ich gesagt, okay, das ist einmal die Sache, wo ich nicht absage, weil ich halt dachte, das ist halt was ganz Besonderes, war es dann auch. Ja, da war es auch entspannt und zu der Zeit. Ja, da war es noch okay, und aber sonst, ich persönlich sage zum Beispiel alles ab, was außer Haus ist gerade. Und bei Niklas, weiß ich nicht. Ich werde auch nicht eingeladen. War es auch okay, weil ich hab eine Zeit lang wurde ich eingeladen, habe immer alles abgesagt, weil ich keinen Bock habe. Ja, an dem Punkt bin ich, glaube ich, auch langsam. Hast du ein Geschenk für Schuschu, Matteo? Wofür? Nein. Wird es in Zukunft eine neue Version des Rades geben? Ja, kann sein, dass das Rad sich weiterentwickelt. Man weiß es nicht. Chat, das ist überhaupt nicht sad. Das habe ich mir selbst eingebrockt. Wenn man hat immer alles ab. Ich habe halt keinen Bock auf Sachen. So. Ich mache lieber mein eigenes Ding. Ja. Und vor allem, es ist auch irgendwie voll
ist gar nicht gut, wenn man immer zu allem zusagt, obwohl man selber gar nicht wirklich Bock drauf hat, nur um anderen Gefallen zu tun. Ja. Das ist am Ende des Tages tut man sich ja selber am wenigsten mit einem Gefallen. Ja, den anderen auch nicht. Genau, die anderen auch nicht. Im Laufen. Genau. Und das ist geil und das machen wir halt einfach. Ja. Zum Beispiel. Feiern wir halt. Das will ich gar nicht erzählen. Erzähl mal, komm, bisschen Gossip. Okay. Varian hat mich gefragt, ob wir einen Podcast machen wollen. Habe ich gesagt, nee, sorry. Dann, ich wurde zu Game 2 eingeladen für ein Interview. Habe ich gesagt, nee, sorry. Alter. Chat-Duell haben wir auch abgesagt. Heute haben wir Pokerturnier abgesagt. Wir sagen alles ab. Wir sagen so viele Sachen ab. Ja, Chat, wir machen einfach unser eigenes Ding. Das hängt nicht damit zusammen, dass wir andere nicht mögen, sondern dass wir einfach gerne unser eigenes Ding machen. Nächste Staffel Zugzwang habe ich auch abgesagt. Ganz schlecht alles. Ist ganz schlecht. Ihr Charity-Event von Blesk habe ich auch abgesagt. Weil ich habe gesagt, außerhalb der Streamzeiten kann ich nicht mehr streamen, mache ich nicht mehr. Oh, ich habe was zugesagt. Ja? Darf ich noch nicht sagen. Oh, okay. Ja, also ist auch mal Nein sagen, Chat. Ist auch ganz gut. Kann man bei Mario Kart... Peelspeed Go-Kart-Turnier, auch abgesagt. kann man bei Mario Kart auch mal mitfahren? Da müsst ihr die Leute fragen, die das am Freitag machen. Das sind ja Leon und so. Aber ich glaube eher nicht, weil das eher so ein Leute, die sich kennen, Ding ist. Ich weiß nicht, ob die Leute mitnehmen, die sie nicht kennen. Aber da müsst ihr fragen. Da müsst ihr nicht uns fragen. Wie gut war euer Rang, Leon, Matteo, Niklas, in SC2 zu euren besten Zeiten? Ich war mal Rang 1 für einen Tag. Ich war mal Diamant 2 für eine Woche oder so. Da war gerade Ladder Reset und ich war der Erste, der in die Game gekommen ist, weil ich als Erster gespielt habe an dem Tag. Aber sonst war ich so... Also es gab eine Zeit, da war ich Top 50 für einen Monat oder zwei. Und dann aber eher immer Top 100. Top 100 habe ich mich solide gehalten über ein Jahr hinweg. Vielleicht sogar zwei Jahre, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Aber europäische Grandmaster League, das heißt, es war nicht World. Jetzt sind gerade, wenn wir jetzt über AOE-Ränge reden, sind wir global gerade. Also Leon und ich sind global Top 100. Leon war kurz global Top 50. Und ich bin gerade Rang 75 global. Strong. Das haben wir in StarCraft glaube ich, nicht geschafft. Gibt es News zu der Umfrage bezüglich des Bonja-Merchs? Nein, gibt's noch nicht. Wird noch dran gearbeitet. Gibt es bei DLDU wieder die erste Boss-Tattoo-Wette? Genau, haben wir schon beantwortet. Ja, gibt es. Werdet ihr mal ein AOE4-Turnier hosten? Selber hosten? Nee, weil wir wollen gerade echt spielen. Mal sehen, ob sich das nächste Jahr ändert. Aber wir sind halt wirklich gerade in so einem Tunnel und sind wirklich, also eigentlich sind Leon und ich gerade Pro-Gamer. Ich habe da gestern drüber nachgedacht und eigentlich sind wir gerade jetzt, in diesem Moment seit Release, sind wir wirklich Pro-Gamer. Weil wir machen nichts anderes, als unser Leben darauf auszurichten, besser in AOE4 zu werden. Das wird jetzt nicht lange gehen, ne? Aber jetzt gerade sind wir so ein bisschen eigentlich Pro-Gamer. Dann, wir machen noch drei Fragen, weil das sind echt viele Fragen. Ja, also ist ja so. Unser Leben ist gerade AOE4 spielen und wir verdienen damit unser Geld. Nicht direkt. Schon. Ja. Schon direkt. Ja, okay. Dann bin ich... Du bist eigentlich auch Pro-Gamer. Bin ich RimWorld Pro-Gamer. Ja. Okay. Würdest du jetzt den ganzen Tag spielen und besser werden darin? Wir werden dafür bezahlt, dass wir gerade gut sind in AOE4. Meinst du, die Leute würden uns gucken, wenn wir Rang 1000 wären? Ja. So wie jetzt? Ja. Meinst du, es hat keinen Effekt, dass wir gerade gut sind? Einen minimalen Effekt. Ich glaube nicht. Vielleicht die erste Woche und die zweite. Aber jetzt langsam schalten die Leute auch ein, weil die Leute gut sind in die Streams. Glaube ich schon. Glaube ich schon. Bin mir nicht sicher. Aber kann sein. Vielleicht irre ich mich auch. Okay, noch drei Fragen. Ist mittelfristig mehr RTS neben AOE4 geplant? Never. Oh, aber wenn neue kommen. Ich denke mal, bei RTS immer noch so an die alten ganzen Spiele. Aber wenn neue kommen, ja. Werden bei DLDU mehr teilnehmen als letztes Mal? Nein. Also ich würde gerne Obergrenze 10 Leute behalten. Könnte sein, dass wir vielleicht
einer mehr sind, weil wir haben Maurice ja durch Niklas und Leon ersetzt. Das heißt, es könnte eine Person mehr sein, wenn alle zusagen, weil ich habe alle eingeladen, die beim letzten Mal dabei waren. Aber im Idealfall sind wir 10. Upp. Wird denn Silvester dieses Jahr wieder jemand streamen? Niklas wahrscheinlich, meinte er ja schon. Und letzte Frage, sind Eddie und Nils auch wieder zu DLDU eingeladen? Ja. So, das war's mit den Fragen. Vielen Dank für eure Fragen. Cool. Jetzt beenden wir dieses Briefing und es geht weiter mit mir alleine. Und ich hau rein.